Herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal All About Mountains. Ich bin hier in meinem Keller und gleichzeitig auch Materialkeller und möchte euch heute mal wieder was zum Thema Ausrüstung vorstellen, nämlich die Steigeisen von Blue Ice, die Haarfang. Da gibt es was ganz, ganz Neues seit diesem Jahr. Das hat sogar der ISPO Award 2022 gewonnen. Und ich war wirklich ganz gespannt, was das für Steigeisen sind. Kurz zur Transparenz, ich habe die Steigeisen selber gekauft. Und ich will die auch so ein bisschen vergleichen mit den Petzl Irvis Hybrid. Die habe ich auch mal, was dazu gesagt in einem Video. Das verlinke ich euch hier oben. Auch die habe ich aus der einen Tasche bezahlt. Und ich will euch in dem Video zum einen die Blue Ice Steigeisen vorstellen, zum anderen aber auch ein bisschen einen Vergleich zu den Petzl Irvis Hybrid ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Von den Blue Ice Steigeisen gibt es mehrere. Ja, es gibt zum einen die Blue Ice Haarfang, die ich jetzt habe. Und dann gibt es aber auch noch ein paar andere. Das zeige ich euch am besten anhand von Bildern über die Homepage von Blue Ice. Hier sehen wir jetzt die Steigeisen auf der Blue Ice Homepage. Hier unten die Haarfang, über die wir jetzt sprechen, die ich habe. Dann gibt es noch die Haarfang Tour. Das sind die reinen Alu-Steigeisen, wo vorne auch Aluminium haben. Die liegen dann bei 360 Gramm laut Blue Ice. Dann gibt es die Haarfang Enduro. Die haben vorne Stahl, hier auch Stahl und hier auch nochmal Stahl. Also komplett Stahl, allerdings auch 10-Zacker. Und dann als 12-Zacker gibt es noch das Haarfang Alpine. Liegt dann aber bei 623 Gramm und dieses mit 10-Zacke liegt bei 580 Gramm. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, die Blue Ice Haarfang hier. Das sind die, wie wir vorher gesehen haben, die vorne Stahl haben und der hintere Teil ist Alu. Also so ähnlich wie beim Petzl Irvis Hybrid. Und so sieht es aus, wenn die in der Tasche, die mit im Lieferumfang enthalten ist, drin sind. Die sind jetzt aktuell nur ein bisschen lieblos einpackt, aber passt trotzdem gut in die Tasche rein. Geht aber natürlich auch noch kleiner. Aber man sieht hier schon, ja, Packmaß ist sehr, sehr klein. Wenn man sie mal auspackt, dann sehen wir hier gleich, was man auch vorher schon auf der Homepage gesehen hat. Hier vorne ist jetzt dann das Stahlteil. Hier die Zacke, Frontalzacke. Und dann kommt hier Alu und hinter das hellblaue ist auch nochmal aus Aluminium. Verbunden sind die ganze Sache mit dem relativ breiten Steg. Und wer die Petzl Irvis Hybrid kennt, der weiß, das ist ein ganz großer Unterschied, dass hier sonst nur zwei Rebschnüre sind bei der Petzl. Hier ist ein breiter Steg. Finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Hier vorne, das ist so, dass hier zum einen für Skitourenschuhe oder vollsteigeisenfeste Bergschuhe, Bergstiefel hier entsprechend der Bügel dabei ist. Oder im Lieferumfang enthalten ist auch automatisch hier nochmal Körble, kann man dann problemlos tauschen, wenn man vorne keinen Sohlenrand hat. Ja, kommt dann hier hin. Als allererstes ist wahrscheinlich für diejenigen interessant, die sich für so Steigeisen interessieren, wie ist denn das Gewicht? Da sagt natürlich Blue Ice jetzt in dem Fall, dass mit den Anti-Stollplatten 419 Gramm das Steigeisen wiegt, das Paar Steigeisen, und das wollen wir natürlich auf jeden Fall gleich mal nachmessen. So, ihr habt jetzt mal draufgelegt, 472 Gramm. Und damit dann ja, rund 50 Gramm schwerer als von Blue Ice genannt. Legen wir noch gleich mal hier unsere Petzl Irvis Hybrid drauf. Auch mal gucken, inwieweit es hier stimmt. 593 Gramm. Ja, also auch Petzl,
trickst hier ein bisschen, die sagt nämlich 540 Gramm mit der entsprechenden Bügel vorne. Also sehr Petzl ist hier 50 Gramm neben ihrer offiziellen Aussage. Lasst uns doch mal angucken, an was das vielleicht denn liegt, dass die Blue Eyes nochmal hier deutlich an Gewicht reduzieren können. Ja, hier liegen sie, die zwei direkt nebeneinander. Gehen wir mal zuallererst auf das Blue Eyes Haarfang ein. Also ein Thema ist sicherlich, hier ist das vordere Teil Stahl. Allerdings sind die Zacken jetzt schon aus Alu und hinter auch. Beim Petzl Urvis Hybrid ist vorne Stahl, ja, also auch die Zacke und die hinteren vier sind Alu, so wie hier auch. Allerdings wird jetzt hier Stahl, Alu, vielleicht auch schon ein bisschen was gespart. Und wenn man hier direkt von oben drauf schaut, dann sieht man eins auch relativ gut. Also rein vom Material her ist an den Petzl-Steigeisen sicherlich mehr dran. Die Zacken sind deutlich länger, das messen wir nachher mal nur nach. Auch die Frontalzacke sieht man jetzt, ist ein ganz anderes Kaliber bei der Petzl. Wo Petzl sicherlich ein bisschen leichter ist, ist jetzt hier am Steg. Hier sind nur die Rebschnüre und hier ist so ein ganz breites Band. Ist sicherlich ein großer Vorteil bei den Blue Eyes, dass von der Stabilität her und was die Reißfestigkeit angeht, hier sicherlich nochmal mehr Puffer da ist, wie bei den Petzl Urvis Hybrid. Wobei ich hier auch sagen muss, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Haltbarkeit angeht. Das sind jetzt ganz neue Steigeisen, die habe ich jetzt noch nicht genutzt, aber meine bisherigen haben doch echt sehr gut gehalten. Ja, dann lasst uns doch mal messen. Ich habe hier dementsprechend einen Messschieber dabei und will doch mal anfangen mit den Frontalzacken. Ja, 3,5 cm sind die Blue Eyes Frontalzacken. Petzl Urvis Hybrid, schauen wir mal. Ja, sind bei knapp 4,5, also 1 cm länger. Macht natürlich schon was aus. Ja, 4 cm. Und wenn man sich jetzt das anschaut, und das finde ich ein bisschen schade, man sieht es jetzt hier, naja, also als Zacke, weiß nicht, ob man das beschreiben kann, wenn man jetzt hier die Petzl anguckt, hoppla, ja, dann ist das was ganz anderes. Aber messen wir mal, der 4, und jetzt hier, ja, da sind wir bei 3, also auch hier 1 cm Unterschied, was die Zacke angeht. Lass uns mal angucken, wie man sie einstellt, aber will ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das ist völlig klar. Das vordere Teil ist fest und hier hinten kann ich das, wie man das auch vom Rucksack kennt oder ähnliches, dementsprechend dann einstellen. Und wichtig ist halt, dass es sehr genau eingestellt ist, dass es auch hält. Ist aber bei den Petzl Urvis Hybrid auch nicht anders. Was hier toll ist, ist, dass hier hinten auch entsprechender Rad ist, ja, wo man einstellen kann. Also Feinjustierung haben die Petzl nicht. Ich habe hier einen Tourenschuh von mir. So, eingestellt habe ich es im Vorfeld schon. Also passt. Man sieht jetzt, ich mache es mal zuerst fest. Man sieht jetzt hier an der Schnalle, das ist praktisch nicht zum Einfädeln, wie man das sonst von den normalen Steigeisen kennt, sondern ja, es wird hier einfach reingeschoben und dann hier entsprechend anzogen. Ich habe sie noch nie auf Tour benutzt, deshalb kann ich bisher nur so meine ersten Eindrücke schildern. Ich glaube aber, dass man da schon recht viel erkennt. Mir ist nochmal wichtig, jetzt im Vergleich nochmal das ein oder andere zum Urvis Hybrid im Vergleich zum Haarfang zu nennen. Vorteil vom
Petzl-Irbis-Hybrid ist aus meiner Sicht, dass wirklich die vorderen 6 Zacken aus Stahl sind. Ist für mich ein Vorteil. Dann, was mir auch ganz gut gefällt, ist die relativ einfache Verstellmöglichkeit. Das finde ich beim Blue Ice ein bisschen friemelig, auch wenn es irgendwo sehr leicht erscheint, aber es dann genau so passend zu machen, hat mich doch 2 Minuten gekostet auf meinen Schuh. Das ist hier bei der Irbis Hybrid deutlich leichter. Und nochmal zurückzukommen auf die Zacke. Sie sind einfach, sage ich jetzt nochmal, im Schnitt 1 Zentimeter länger und das ist für mich schon was, wo ich sage, ja, ist für mich ein Sicherheitsplus. Also das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und daher kommt jetzt sicherlich auch diese 100 Gramm Unterschied und das natürlich insgesamt, ja, das Frontteil an sich, da sieht man es nochmal ganz gut, halt einfach nochmal viel massiver ist. Richtig cool am Blue Ice Haarfang finde ich, und das ist für mich das, was hier ganz klar raussticht. Es mag vielleicht ein bisschen friemelig sein, aber wenn es mal eingestellt ist, ist natürlich das breite Band aus meiner Sicht keine Schwachstelle. Beim Irbis Hybrid, die Rebschnüre sind für mich die Schwachstelle. Beim Petzl, der ist hier komplett ausgemerzt. Also da hätte ich ein richtig gutes Vertrauen, auch bei Felskontakt, dass da nichts passiert und dass die Haltbarkeit sehr gut ist. Weiterer Vorteil finde ich, dass man hier nochmal diese Feinjustierung hat und ein ganz großes Thema ist das Packmaß. Ja, also wir kriegen das wirklich ganz klein zusammen. Das ist wirklich der Wahnsinn, wie klein dieses Packmaß ist von so einem Steigeiser. Im Vergleich nochmal das Irbis Hybrid. Habe ich immer hier hinter den starren Bügel. Und ja, man merkt halt, man merkt schon, dass es ein bisschen ein Unterschied ist. Noch abschließend Fazit, was sind die Einsatzbereiche? Petzl sagt, ja, so für fürs Skitouren, fürs klassische Bergsteigen eher weniger, wobei die von mir und von vielen, vielen anderen auch zum klassischen Bergsteigen genutzt werden, denen das Gewicht wichtig ist. Das ist in der Tat so und das kann man mit denen auch gut machen. Von der Haltbarkeit her finde ich die hier richtig gut, mindestens so gut wie die Petzl. Die Frage ist, was ist da der richtige Einsatzbereich? Blue Ice schreibt, auch fürs Bergsteigen, fürs gleiche Bergsteigen, für Hochtouren sei die auch voll geeignet und das trifft aus meiner Sicht auch voll zu. Haltbarkeit ist super. Ich bin ein bisschen unsicher, weil sie aus meiner Sicht, ich will es jetzt mal sagen, nicht so bissig sind wie die Petzl. Mit bissig meine ich, dass die Zacken jetzt so lang sind, dass sie jetzt so spitz sind. Sie dringen wahrscheinlich ein bisschen weniger ein. Ja, also wenn es wirklich richtig anspruchsvoll wird, dann hätte ich mit denen jetzt ein bisschen mehr Bedenken. Ich denke, ich werde die auf jeden Fall auf Skitour künftig jetzt immer mitnehmen. Und bei leichter Hochtouren, wenn es aber wirklich auch mal an entsprechende Flanke geht. Ich habe bei der Tour in Monte Rosa, als wir Schwarzhorn klettert sind, war es doch 45 bis 50 Grad, wo ich jetzt nicht nur vorn war. Da war ich schon froh, dass hier entsprechend die Frontalzacke dran waren. Wäre mit denen wahrscheinlich auch gegangen, aber würde ich mich jetzt vielleicht nicht so wohlfühlen. Also hier sicherlich ein bisschen entspanntere Touren, aber auch leichteres Gewicht. Und dann denke ich, passt das ganz gut, wenn man sagt, das sind so die Steigeisen, die ich für die weniger anspruchsvollen Dinge dann auch hernehme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Sobald ich mehr Infos habe, auch mal Praxiserfahrungen von der ersten Skitour, Skihochtour, dann mache ich vielleicht nochmal ein Video und stelle es euch zur Verfügung. Wie gesagt, Frage unter rein und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, würde mich freuen und dann bis bald. Macht's gut.